Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute wieder live Open House via Instagram. Mein Name ist Horst Hammers. Hinter der Kamera steht heute mein Kollege Noel Reuters, den Sie ja auch schon von vor der Kamera kennen. Wir möchten Ihnen heute ein Haus ans Herz legen in Monschau-Imschenbruch. 140 Quadratmeter Wohnfläche, über 600 Quadratmeter Grundstücksgröße. Sie sehen, ein sehr schönes, gepflegtes, freistehendes Einfamilienhaus mit genug Platz, ein extra Carport, eine lange Zufahrt, sehr schön gepflastert. Garage gehört natürlich auch dazu. Neu kann jeden PKW in die Garage. Platz genug für Ihren Besuch und Ihre Gäste haben wir auch. Leider ist das Wetter heute nicht so besonders schön wie in den letzten Wochen und deshalb würde ich sagen, gehen wir einfach mal sofort durch die Eingangstür ins Haus. Der liebe Noel geht einmal vor ins Wohnzimmer. Wir haben hier das klassische Wohnzimmer mit Wohn-Essbereich, ca. 30 Quadratmeter groß. Sehr schön, dass wir an beiden Seiten natürlich auch hier Lichteinfall haben. Durch dieses große Fenster mit Ausgang zum Garten und das seitliche Fenster nebenan. Die Fenster sind natürlich doppelt verglast. Wir sprechen hier von einem Haus von 1995. Das ist natürlich alles dementsprechend zeitgemäß. Der ganze Bereich hier unten ist mit weißen Fliesen ausgelegt, bis auf einen Raum, den zeige ich Ihnen gleich später einmal. Und wir gehen dann einmal direkt weiter in die Küche. Sie sehen diese Wand hier, klassisch die Küche, auch eine sehr schöne Größe. Sie sehen, man hat also genug Platz, um eine große Küchenzeile über L vielleicht aufzubauen. Wir hätten auch noch weiterhin Platz hier für einen schönen großen Esstisch. Aber da ich weiß, dass viele Leute auch gerne so einen offenen Esswohnbereich haben, komme ich nochmal auf diese Wand zurück. Die könnte man natürlich mit einem gewissen kleineren Aufwand rausnehmen, sodass man dann also quasi auch wieder den klassischen Wohn-Essbereich hier offen hat. Wir gehen einmal weiter zurück in den Flur. Hier unter der Treppe praktisch gemacht als Ablage jetzt für Schuhe etc. Die elektrische Anlage zeige ich Ihnen gerne auch einmal. Das ist natürlich, wie gesagt, alles Standard, zeitgemäß. Da braucht man also nichts weiter zu tun. Klassisch hier im Untergeschoss der Hauswirtschaftsraum. Auch der sehr schön groß. Sie sehen Platz für Waschmaschine, Trockner, extra Kühlschrank. Auch schön, dass wir hier auch ein Fenster zur Belüftung haben. Hinter diesem Hauswirtschaftsraum befindet sich dann auch noch ein Vorratsraum. Den kann der Noel uns jetzt vielleicht auch noch mal kurz zeigen. Und weiter geht's ins erste vollwertige Badezimmer. Wir haben zwei Badezimmer hier im Haus, hier unten jetzt mit Dusche. Auch hier sehr schön Fenster. Wir befinden uns hier ja in Monschau-Imschenbruch in einer sehr ruhigen, abgelegenen Straße, aber doch sehr zentral gelegen. Einkaufsmöglichkeiten hier in Imschenbruch sind alle gegeben. Ärzte, Apotheker, Supermärkte, alles in fußläufiger Umgebung. Aber keine Angst, die Straße Steinrötsch in dem Bereich macht hier so einen Rundbogen. Das heißt, hier fahren tatsächlich und wirklich nur die Anlieger und Leute, die sie gerne besuchen möchten. Hier unten haben wir dann auch das erste vollwertige, schöne große Schlafzimmer. Hier sprechen wir von rund 15 Quadratmetern. Würde sich natürlich auch anbieten, hier ein schönes Büro einzurichten, Arbeitszimmer oder wie gesagt auch als Gästezimmer, Schlafzimmer, so wie es jetzt genutzt ist. Gehen wir einmal nach oben. Weil dort haben wir noch weitere vier Schlafzimmer. Der Kollege geht jetzt rückwärts. Er muss selber ein bisschen schmunzeln.
Manuel macht das heute auch das erste Mal an der Kamera. Er ist also genauso nervös wie ich vor der Kamera. Ja, so, im Obergeschoss angekommen, sehen Sie, haben wir auch eine schöne große Diele noch, von dem unsere vier Schlafzimmer hier und das weitere Badezimmer abgehen. Fangen wir einmal hier an. Die Schlafzimmer, Kinderzimmer haben alle eine Größe zwischen 11 und 12 Quadratmeter. Sie sehen, wir haben hier eine Schräge drin. Gleich werden wir auch noch es eingerichtet sehen als tatsächliches Schlafzimmer. Sehr schön vorstellen kann ich mir, dass man hier ein Bett unter die Schräge setzt, Schreibtisch, Schrank, klassisch als Kinderzimmer. Das nächste Zimmer, jetzt hier als Arbeitszimmer eingerichtet. Auch dieses sehr schön hell. Wir haben wirklich sehr schöne große Fenster. Der Lichteinfall im Haus ist wirklich sehr schön. Machen wir einfach mal weiter mit dem Badezimmer. Hier jetzt mit Badewanne, Doppelwaschbecken, Toilette. Die Möglichkeit, hier auch noch eine weitere Dusche einzubauen, wäre auch gegeben, mit einem gewissen kleineren Aufwand hinter der Tür, so wie es auf unseren Grundrissen auch eingezeichnet ist. Schlafzimmer, Kinderzimmer Nummer 3. Hier auch sprach ich eben von, dass man also klassisch so an der Schräge, unter die Schräge hier auch noch ein Bett aufstellen kann. Sie sehen, auch hier ist noch ein Schrank drin, Schreibtisch vielleicht. Dann hat man ein sehr schönes, geräumiges, vernünftiges Kinderzimmer. Und zu guter Letzt Zimmer Nummer 4. Wir wollen ja keins schweigen. Dieses Zimmer jetzt, wie Sie sehen, eingerichtet so als kleines Zockerzimmer. Mit Computer, mit Bildschirmen. Hier wird also dann noch irgendwelche Videogames online gespielt. Gehen wir einmal zurück in die Diele. Das Haus ist ja nicht unterkellert, aber wir haben über das gesamte Dachgeschoss oben einen Speicher für alle Dinge, die Sie also ablegen möchten. Ich hoffe, es hat in der Zwischenzeit nicht angefangen zu regnen. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch den Garten einmal zeigen. Wir gehen durchs Wohnzimmer in den Garten. So, tauschen einmal. Ganz klassisch aus dem Wohnzimmer. Ah, Sie sehen, es ist schon ein bisschen windig, es wird schon langsam Winter. Wir haben hier eine schöne große Terrasse. Wir haben auch direkten Zugang auch noch zur Garage. Wir haben Süden in dieser Richtung, das heißt, die Sonne läuft einmal so ums Haus herum. Das heißt, wir haben hier vor dem Haus schön die Morgensonne. Und deshalb hat man also auch hier nochmal ein schönes Gartenhaus hingesetzt mit einer zusätzlichen weiteren Terrasse, sodass man auch hier die Abendsonne genießen kann. Das gesamte Grundstück, wir reden von 611 Quadratmetern, ist sehr schön gelegen. Sie hören die absolute Ruhe. Wir befinden uns hier auf 540 Meter Höhe über Null. Das heißt, hier gibt es also auch im Winter schon mal schön Schnee. Dann kann man sich auch Weihnachten vielleicht mal auf den Schnee freuen und mit den Kindern mal Schlitten fahren. Ja, beenden wollen wir unseren Rundgang wieder im Wohnzimmer. Ich hoffe, Sie haben einen guten Eindruck von diesem Haus gewonnen.
Wenn es Sie interessiert, freuen wir uns natürlich über Ihre Anfragen, Ihre Anrufe. Bitte gerne unter 0241 400 870 oder unter www.phi24.de. Für weitere Angebote, die Sie auf unserer Webseite finden, wir haben ca. immer 100 Immobilien online. Wir freuen uns, Sie beim nächsten Open House auch wieder hier ganz herzlich begrüßen zu dürfen. Danke nochmal an Noel, dass er heute hinter der Kamera gestanden hat, und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank.